Nach insgesamt 6 Jahren Die Sims 4 haben sich mittlerweile einige Packs angestaut, die auch immer etwas Geld kosten. In diesem Video möchte ich euch genau zeigen, wie viel Geld wir insgesamt für alle Sims 4 Packs ausgegeben haben und wie es im Vergleich zu Die Sims 3 war. Wenn ihr mitraten wollt, könnt ihr, bevor ich alle Packs zusammenrechne, nochmal schnell euren geschätzten Betrag in die Kommentare schreiben. 200 Euro? 500 Euro? Also, alle Accessoire-Packs für Die Sims 4 kosten jeweils 10 Euro, alle Gameplay-Packs 20 Euro und alle Erweiterungspacks 40 Euro. Die Rechnung dazu ist natürlich einfach. Wir haben bisher 16 Accessoire-Packs erhalten, damit also schon mal 160 Euro ausgegeben. Dazu dann 8 Gameplay-Packs mit jeweils 20 Euro macht 320 Euro. Dazu kommen dann nochmal 9 Erweiterungen, was einen Preis von insgesamt 680 Euro entspricht. Krass, oder? Wenn wir noch das Basisspiel draufrechnen wollen, welches aktuell bei Origin für 40 Euro zu haben ist, wären wir bei 720 Euro. Früher hat das Basisspiel noch 60 Euro gekostet, damit wären es 740 Euro gewesen. Um das mit Die Sims 3 zu vergleichen, rechnen wir jetzt alle Preise für Die Sims 3 mit 11 Erweiterungen à 40 Euro und 9 Accessoire-Packs à 20 Euro zusammen, womit wir auf insgesamt 620 Euro kommen würden. Dieser Wert ist minimal weniger als in Die Sims 4, nicht eingerechnet habe ich aber den riesigen Online-Store aus dem Vorgänger, welcher wirklich unfassbar viele und teure Inhalte angeboten hat. Insgesamt würde ich das Preis-Leistungs-Verhältnis bei Die Sims 3 trotzdem ein wenig höher werten, da hier die größeren Packs gefühlt mit etwas mehr Inhalten gefüllt waren. Überrascht war ich aber trotzdem, da ich den Sims 3 Inhalten vom Bauchgefühl her eher einen niedrigeren Preis zugeordnet hätte. Allgemein könnte man die Packs, die es aktuell fürs Spiel gibt, auch als eine Art Abo sehen, wie es auch bei anderen Spielen, beispielsweise World of Warcraft, umgesetzt wird. Wenn man die 740 Euro von Die Sims 4 auf einen monatlichen Betrag herunterrechnen würde, kommen wir insgesamt auf 10,72 Euro pro Monat. An sich könnte ich mir ein Abo-Modell für das Spiel gut vorstellen, mit dem alle Spieler immer die gleiche Anzahl an Inhalten im Spiel hätten und sich nicht über zusätzliche Inhalte Gedanken machen müssten. Auf der anderen Seite aber gibt es bestimmt viele Spieler, die nicht unbedingt jeden Monat 10 Euro ausgeben können oder auch wollen. Hättet ihr mit diesem Beitrag gerechnet und habt ihr euch schon mal überlegt, wie viel ihr ausgegeben habt? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.